aufzubauen. Es ist klar, dass ein Gefühl für nationale oder regionale Gemeinschaften oder Gemeinschaft nicht mit dem Erringen einer Identität zu haben braucht, die dem Erreichen eines eigenen Selbstwertes und der Festigkeit wirklicher persönlicher Identität gleichgesetzt ist. Aber in der Tat setzen wir es gleich. Und auch in den Geisteswissenschaften im Allgemeinen wird diese Einstellung geteilt. Sehen wir doch, wie Selbstwert sich entwickelt. Behalten vor Augen, dass Sehen auch eine Art des Nicht-Sehens sein kann, eben weil uns gewisse schmerzhafte Erlebnisse von Hilflosigkeit und Ohnmacht dadurch verhüllt bleiben. Weil das Hilflossein zu einem den Selbstwert herabsetzenden Erlebnis wurde. Wir glauben, dass Selbstwert entwickelt wird durch erfolgreiches Erlernen, das uns von Eltern, Kirche und Staat aufgesetzten Wirklichkeit. Möglichst schnell dazu zu gelangen, möglichst wenig Fehler zu machen, bezweckt die richtigen Antworten zur Verfügung zu haben, schrieb Heinrich Jacobi, ist, was uns Erfolg und Selbstwert einflößt. Aber das führt dazu, dass jede Regung, das mit eigenen Augen sehen, zum Versagen führt. Lernen, dass ein Mensch von innen heraus zu einem Gefühl des eigenen Wertseins führt, ist etwas ganz Entgegengesetztes. Jacobi nannte es Erarbeiten. Ein durch eigenes Erfahren und Entdecken aufarbeiten, was weniger falsch ist. Dadurch lernt man nicht nur zu erkennen, was richtig ist, sondern vor allem auch, wie das Richtige zustande kommt und warum gerade dieses das Richtige ist. Das fördert innere Sicherheit. Wir aber, mit einigen Ausnahmen, gehen davon aus, dass Kinder die Wirklichkeit lernen sollen ohne Selbstentdecken. Also ein erzwungenes Lernen, das den Gehorsam zur Autorität untermauert. Das wird zur selbstverständlichen Wirklichkeit, wodurch gleichzeitig das Denken vorprogrammiert wird. Wir tun dies heute auf Wegen, die dem, was wirklich vorgeht, zu widersprechen scheint. Das ist aber nur die Art, auf der wir uns selber täuschen, um dem, was uns angetan wurde und was wir weitergeben, nicht zu erkennen brauchen. So glauben wir zum Beispiel, durch Belohnung es dem Kind möglich zu machen, sich frei zu entscheiden, seinen eigenen Weg zu finden. Wir glauben so, dass alles dem freien Willen des Kindes überlassen wird. Aber das Prinzip Belohnung verhüllt, dass damit der Druck des Erfolgreichseins ausgeübt wird, wodurch unsere Selbst ausgeschaltet werden. Es geht subtil vor, weswegen ein Vergleich mit einer anderen Zivilisation wichtig ist. Eibelsfeld beschreibt vom Münchner Max-Planck-Institut, beschreibt eine Aipo-Mutter in West New Guinea mit ihren zwei kleinen Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Der Kleine isst ein Taro-Stück, eine Art Brot. Die Kleine greift danach. Beide fangen an zu schreien. Die Mutter kommt. Der Junge reicht ihr von sich aus das Taro-Stück. Sie bricht es in zwei und gibt beide Teile dem Bruder zurück. Erstaunt bemerkt er, dass er jetzt zwei Stücke hat. Und nachdem er beide für einen Moment angeschaut hat, gibt er eins der Schwester. Wie würden wir uns in einer ähnlichen Situation verhalten? Würden wir uns nicht als vorbildlich vorkommen, wenn wir das Stückchen Brot austeilten, um auf diese Weise dem Kind die Wirklichkeit des Teilens beizubringen? Wer von uns hätte es dem Kind überlassen?
Wir glauben gar nicht, weil unsere Eltern es nicht glaubten, dass ein Kleinkind von 2 oder 3 Jahren fähig ist, so etwas zu begreifen oder tun zu wollen. Auf solche Weisen geben wir den Inhalt einer Kultur weiter und schränken die Möglichkeiten des Selbstwertes und unsere Wirklichkeit ein. Ein Kind, anstatt von sich heraus initiieren zu können, was der eigentliche Weg zu einem gesunden Selbstwert ist, ordnet sich dem Willen einer Autorität unter. Und zugleich ist dieser Vorgang die Quelle unerkannter, deswegen unbeherrschbarer und unlenkbarer Aggression. Und da solche Kinder nicht lernen, die Welt aus den eigenen Möglichkeiten heraus zu bewegen, wird die damit verbundene Hilflosigkeit zu einem unerträglichen Zustand. Und als Selbstschutz werden Kinder dann gefühlslos, gewalttätig oder beides. Der Kontext, in dem dies geschieht, zementiert den Vorgang, wodurch ein Selbstwert unabhängig von äußeren Symbolen der Zulänglichkeit und der Stärke gar nicht möglich wird. Sehr früh werden wir dazu gebracht, uns dafür zu schämen, dass wir Schmerzen, Angst und Unrecht empfinden. Gerade jene Reaktionen, die aus der Ablehnung der eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen emporsteigen. Zum Beispiel, einem kleinen Kind wird beigebracht, du darfst nicht lügen. Im selben Moment sagt die Mutter zur größeren Schwester, Marilyn, wenn es jetzt läutet, dann sagt der Frau Büchseli, ich sei ausgegangen. Wir verpflichten Kinder, an Idealbilder festzuhalten, machen aber aus uns Karikaturen, welche aber das Kind nicht erkennen darf. Die resultierende Bestürzung, Schmerz und Aggression im Kind vertieft seine Hilflosigkeit. Diese darf aber nicht wahrgenommen werden, weil das dem Selbstwert der Eltern als gute Eltern widersprechen würde. Was Kinder hier wirklich lernen, ist sich wertlos zu fühlen, sich für die eigenen Wahrnehmungen zu schämen. Ein Kind kann sich dann nur vom Innern absperren und sein nach außen Leben hin intensivieren. So wird die Hilflosigkeit unserer Kindheit zu einem prägenden Erlebnis. Weit mehr, wie schon erwähnt, als bei anderen Tierarten. Wenn ein Schimpansenbaby sich verletzt, wird es sofort von seiner Mutter aufgehoben und umsorgt. Beim Menschen ist es nicht ungewöhnlich, dass Mutter oder Vater wütend werden. Vor kurzem, auf einer Eisbahn, rutschte ein kleines Mädchen aus und verletzte sich im Gesicht. Die Eltern wütend befahlen ihm, zur Strafe nach Hause zu gehen. Die seelischen Verletzungen, welche unsere Kinder täglich erleben, summieren sich zur Grundlage einer tiefen Verdrehung, die dann unser ganzes Sein, unsere Identität selber bestimmt. Indem uns von früher Kindheit an beigebracht wird, dass man Verletzungen nicht zeigen darf, weil man nicht hilflos sein darf, wird Verletzlichkeit zu einem unerträglichen, den Selbstwert herabsetzenden Zustand. Im Grunde züchtet unsere Zivilisation nur ein Bedürfnis, das der Unverletzlichkeit. Wenn unser Sein aber dadurch bestimmt wurde, dass nur die Identifikation mit jenen, die dieses Sein unterdrückten, uns von der Unerträglichkeit unserer Lage retten konnte, dann verlagert sich der Sinn dessen, was ein Mensch sein kann, nach außen, in Symbolik und symbolische Taten hinein. Dann wird eine Ideologie der Stärke zur einzigen Rettung eines so geschwächten Bildes. Hier steigt das Phänomen des Nationalismus ein. Es ist erfolgreich als Förderer eines Selbstwertes, der die Qualen der eigenen Unzulänglichkeit einfach beiseite schiebt. Damit wird Identität nicht zu einer inneren Sache, sondern einer zur Show getragenen Symbolik vermeintlicher Stärke, Hegemonie und Autorität.
Kierkegaard charakterisierte deshalb unser Zeitalter als ein öffentliches. Er meinte damit den Zusammenschluss von Individuen, die im Grunde schwach sind, weil sie keine eigene Identität hatten, deswegen auch keinen eigenen ethischen Standpunkt einnehmen konnten und deshalb auch keine wirkliche Gemeinschaft bilden können. Menschen werden und lassen sich zu fiktiven, aber gefährlich und destruktiven Einheiten reduzieren. Der Massenmensch des Faschismus, egal ob rechts oder links, ist das uns bedrohende Resultat. Es ist uns allen klar, dass wir in einer Zeit großer Bedrohung leben. Die Arbeitslosigkeit wächst, die Disintegration zentraler Machtstrukturen, nicht nur in Russland und dem ehemaligen Jugoslawien, sondern auch in allen Ländern, die einen Zerfall gesellschaftlicher Werte aufweisen, verunsichert alle. Es ist jedoch ein schreckliches Paradoxon, dass gerade die Auflösung von Gehorsamkeitsstrukturen, die ja die Freiheit, die Kreativität und die Spontanität fördern könnten, zu einer Gegenreaktion führen. Wir können in Jugoslawien und in der früheren Sowjetunion, wie auch in Deutschland und Österreich beobachten, dass Menschen sich in ihrem Sein bedroht fühlen. In der Tat sind sie bedroht von Unsicherheiten und Unklarheiten. Aber sie glauben, für Freiheit und Sicherheit zu kämpfen, indem sie für eine höhere Identität kämpfen, nämlich der ethnischen und linguistischen Homogenität. Daraus glauben sie, ein eigenes Selbstwertgefühl ableiten zu können. Diese Sicht wird in der gängigen Geschichtsforschung, wie auch Psychologie und Soziologie, in dem das Erringen nationaler Identität mit dem Erreichen eines eigenen Selbstwertes und mit der Festigkeit wirklicher, persönlicher Identität gleichgesetzt wird. Die territoriale Verteilung der menschlichen Rasse ist älter als die Idee einer ethnischen Einheit. Zusätzlich untergräbt die moderne Weltökonomie irgendeine Homogenität. Aber das Phänomen des Nationalismus lässt erkennen, dass ein wahres Problem existiert, nämlich eine Leere im Innern vieler Menschen. Der Fremdenhass und der Nationalismus sind verzweifelte Versuche, diese Leere durch Symbolik und symbolische Taten zu füllen, ohne sich dieser Leere und ihren Quellen stellen zu müssen. Diese Leere bedroht uns alle. Die, die uns bedrohen, sind jene, denen es nicht möglich war, als Kind eine wahre Identität aufzubauen, weil um am Leben zu bleiben, sie sich einer halluzinierten Liebe verschreiben mussten. Wenn Menschen erzogen werden, sich nicht um ihrer eigenen Lebendigkeit willen zu lieben und anstattdessen lernen müssen, sich wegen korrekter Ausführung und Verhaltensrollen zu schätzen, fängt die Lehre an. Verhängnisvoll ist, der menschliche Entwicklung liegt darin, dass wenn ein Kind vom Erwachsenen, der es lieben, respektieren und vor allem in seiner Individualität erkennen sollte, körperlich und oder seelisch, aber überhaupt seelisch überwältigt wird und von einer überwältigenden Angst dann heimgesucht wird. Und diese enorme paralysierende Angst zu bekommen, setzen Kinder ein Manöver in Gang. Dieses Manöver besteht aus etwas Außerordentlichem. Das, was du sagst, ist hoffnungslos. Und diese Angst und den mit ihr verbundenen Schmerz weghalten zu können, fängt ein Kind an, den, der es nicht anerkennt, ihn, der seine ihm eigenen Grenzen aggressiv überschreitet, von dem es aber völlig abhängig ist, zu idealisieren. Ihn oder sie zum Objekt seiner Identifikation zu machen. Was ist denn die psychologische Scheiße? Vielleicht hätte ihr mal nötig, die
Dieser Vorgang wird oft in der Psychotherapie wieder. Dein Problem ist, dass du keine Demut hast. Sehen Sie, du hast keine Demut, du verstehst da. Mama, spürte ich diese Dunkelheit wieder und sie wurde zu einem Stück Geborgenheit. Hier haben wir das Wiedererleben des Moments vor uns, in welchem der Terror umgewandelt wird. Ja! Wenn Angst für ein Kind in seinem Ausgeliefertsein und in seinem Ich bin dir ausgeliefert! Wie ins Gegenteil, nämlich Geborgenheit und Kind. Du schämst mich! Auch Erwachsene können diesen Vorgang unter den Bedingungen einer Gefangenschaft und unter Folter wiederholen. Jakob Zimmermann ist für die argentinische Diktatur, der Nobelpreisträger Wole Soyinka es für Nigeria unter dem Diktator General Govan beschrieben haben. Eine Variante davon wird in einer vor kurzem erschienenen Studie bei Spence beschrieben. Politische Gefangene im heutigen chinesischen Gulag waren überzeugt, dass es ihre eigene Schuld war, nicht die ihrer Peiniger, dass sie am Verhungern und Sterben waren. Es war Sandor Ferenczi, ungarischer Psychoanalytiker, der im Jahre 1932 nicht nur dies genau beschrieb, sondern auch die Verankerung dieses Vorgangs in einem gesellschaftlichen Umfeld, das es den Erwachsenen erlaubt, die Abhängigkeit ihrer Kinder für die eigenen Selbstwertzwecke auszunutzen. Er schrieb: Kinder fühlen sich körperlich und moralisch hilflos. Ihre Persönlichkeit ist zu wenig konsolidiert, um auch nur in Gedanken protestieren zu können. Die überwältigende Kraft und Autorität des Erwachsenen macht sie stumm, ja beraubt sie oft der Sinne. Doch dieselbe Angst, wenn sie einen Höhepunkt erreicht, zwingt sie automatisch, sich dem Willen des Angreifers unterzuordnen, jede seiner Wunscherregungen zu erwarten und zu befolgen. Sich selber ganz zu vergessen und sich mit dem Angreifer vollauf zu identifizieren. Schon im Jahre 1550 schrieb Etienne de la Boetie in einem Essay, er war ein Freund von Montaigne, das er nannte die freiwillige Knechtschaft. Es genügt nicht, dass sie ihm gehorsam sind. Er spricht von diesem Unterdrücker. Sie müssen ihm gefällig sein. Sie müssen sich in seinen Diensten zerreißen und plagen und kaputt machen. Sie müssen ihrem Temperament Zwang antun und ihre Natur verleugnen. Und sie müssen auf seine Worte, seine Stimme, seine Winke, seinen Augen achten.
Augen, Füße, Hände, alles muss auf der Lauer liegen, um seine Launen zu erforschen und seine Gedanken zu erraten. Diese Identifikation mit dem Aggressor hat natürlich politische Konsequenzen. Sie führt zu einem verheerenden gesellschaftlichen Verhaltensmuster, das Verbinden der Opfer mit dem Täter. Und gleichzeitig zum Hass gegen jene, die als schwach eingestuft werden können. Man hasst das eigene, weil es einem in der Bindung zum uneinfühlsamen Vater oder Mutter bedrohte. Das war die Schwäche und der Feind. Und so werden jene zum Feind, die das Opfer in sich selber symbolisieren. Das Lebendige, das man hätte selber sein können, das man aber zu fürchten lernte, weil es den Eltern zum Anstoß wurde. Und so sind Menschen auf der Suche nach Feinden, denn ohne diese könnten sie ihr eigenes Gefüge nicht mehr aufrechterhalten. Rationalismus erlaubt solchen Menschen, ihren Hass als gerechtfertigt auf andere abzureagieren. So rettet sich ein minderwertig Fühlender vom eigenen Hass. Henry Miller, in seiner Würdigung zu Jakob Wassermanns Der Fall Mauritius, schrieb: der Feind, werden wir nie von ihm loskommen? Wer ist er, da er so schnell und so listig sein Aussehen wechseln kann? Ja, wer ist der Feind? Sicher wird er ein schreckliches Ungeheuer sein, sonst müssen wir nicht immer wieder gegen ihn zu Felde ziehen. Der Nationalismus, der einer Ersatzidentität dient, macht es Menschen unmöglich, von der eigenen Geschichte zu lernen. Er führt dazu, dass wir immer wieder von jenen bestimmt werden, die am wenigsten eine eigene Identität entwickeln konnten und deswegen auch gewalttätig werden müssen. Solange wir aber die Identifikation mit Menschen und Symbolen mit Identität verwechseln, sind wir diesem Prozess ausgeliefert. Wenn Menschen sich mit dem Aggressor identifizieren, verlieren sie ihre eigenen menschlichen Gefühle. Sie werden gefühlsarm, weil ihnen das Bewusstsein ihrer Verletzlichkeit durch die Identifikation mit Symbolen der Stärke und des Heldentums ersetzt wird. Sie können ihren eigenen Schmerz nicht mehr wahrnehmen und deswegen auch nicht den Schmerz des Opfers. Ihr Mangel an Miterleben führt zum indirekten Mitmachen mit jenen, die am meisten von Eigenhass gesteuert sind. Mit dem "Es geht uns nichts an" Haltung machen sie es den Schlimmsten möglich, ihre Gewalttätigkeit auszuagieren. Albert Einstein sagte mal hierzu: "Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen." Wir hassen das Opfer in uns selber und peinigen andere, um so unser eigenes Opfersein zu bestrafen. Das eigene Bestrafen ist der eigentliche Sinn dieses in Völkermorde ausartenden Wahnsinns, indem man dem Opfer dafür heimzahlt, dass es Opfer ist, lügt man die eigene Sünde weg. Wir halten uns schuldig dafür, dass wir selber Opfer waren und sind. Das ist auch der Grund dafür, dass das Böse in Zeiten wirtschaftlicher Not und des politischen Chaoses wächst. Solange man sich als erfolgreich einstufen kann, solange man sich in seinem Schaffen nicht bedroht fühlt, ruht das Opfer in einem. Es erwacht, und damit erwacht auch der Hass auf sich selber, den man loswerden muss, wenn das Selbstwertgefühl bedroht ist. Und hier treten politische Führer ein, um jene Feindbilder zu liefern, mit denen sich solche Menschen ihren Selbsthass entledigen können. In diesem Vorgang
verlieren Menschen ihre Betroffenheit und können auf höchst unpersönliche Weise andere Menschen verachtend niedermetzeln. Oh ja! Er lebt sein politisches Leben, wie ein serbisches Heldenepos, weil das Heldentum die unpersönlichste Form des Handelns ist. Nationalismus macht Menschen zu unpersönlichen Mördern, weil sie das Leben nicht ertragen. Aber sie brauchen das Leben, um es töten zu können. Sie müssen andere fertig machen, weil sie selber, wie Adorno es formulierte, sich als selbstbestimmende Wesen ausgelöscht haben. Sie können ihre eigene Kälte nicht ertragen, finden aber Lebendigkeit im Töten selber. Man tötet wiederholt das Leben im Anderen, das Opfer, das man in sich selber hasst, und rächt sich auf diese Weise an die eigenen Unterdrückungen, indem man sie weitergibt. Ein Paradoxon ist, wir bemerken, dass der Hass auf das eigene Opfer in sich selber diese Umkehr der Gefühlswelt herbeibringt. Der eigentliche Täter aus der Kindheit, die Eltern und andere Autoritätsfiguren, werden als solche verneint, weil man den Schmerz ihrer unzureichenden und falschen Liebe nicht ertragen konnte. Denken wir nur daran, dass mindestens 80% der rechtsradikalen Jugend körperliche und seelische Gewalt seitens ihrer Eltern ausgesetzt war. Dass Terror ins Gegenteil, Geborgenheit, umkippen kann, ist vielleicht schwer nachvollziehbar, aber belegt. Nee, mach was anderes an. Mach was anderes an. Vielleicht gefällt dir das ja besser. Es geht um das Problem mit der Liebe. Wir alle wollen Liebe. Tatsächlich aber gehen viele lieblos mit sich selbst und anderen um. Trotzdem wollen auch sie Liebe. Andere dagegen lehnen dieses Bedürfnis ab. Manche hassen sich selbst oder andere dafür. In dem Maße, wie das Bedürfnis nach Liebe zu einem Verhängnis für den Einzelnen wird, gefährden solche Menschen uns alle. Sie lassen uns nicht in Frieden. Sie stiften Unruhe, um sich aus der Hoffnungslosigkeit ihrer Lage zu befreien. Diese Menschen spüren im Destruktiven und Tödlichen ihre Form der Lebendigkeit. Nicht Liebe, sondern Hass lässt sie sich selbst spüren. Jakob Wassermann beschrieb dieses Problem schon in den 30er Jahren in seinem Roman Christian Warnschaffe. Der Mörder Nils Heinrich Engelschall kann sich nur dann groß vorkommen und sich erleben, wenn er etwas Heiliges und Reines packt, um es niederzuzwingen, auszulöschen und zu zerschmettern. Denn derjenige, der lieblos aufwächst, fühlt sich klein und bedeutungslos. Um sich auf diese Art spüren zu können, muss ein solcher Mensch dauernd in Bewegung sein. Die Bewegung selbst verleiht den Anschein der Lebendigkeit. Immerzu sind solche Menschen von etwas Neuem getrieben. Darin sehen sie ihre Lebensquelle. Die römischen Gemetzel im Kolosseum und die politischen und sportlichen Massenveranstaltungen unserer Zeit sind Ausdruck dieser Art von Lebendigsein.
Wir wollen es nicht wahrhaben, aber es ist die Lieblosigkeit, die uns gewalttätig macht. Weil wir das Zerstörerische und das Lieblose in uns vereinen, können Verachtung und Hass auf das Leben für politische Zwecke missbraucht werden. Die Securitate-Truppen von Nicola Ceausescu, die auf grausamste Art und Weise gegen das rumänische Volk vorgingen, wurden aus ehemaligen Waisenkindern rekrutiert. Gezielt wurden Menschen, die vom Liebesentzug sehr früh entstellt waren und Hoffnungslosigkeit zutiefst erlebt hatten, zum Töten erzogen. Und das von Menschen, die unter dem Deckmantel der fitteren Liebe auf dem Schlachtfeld gestorben. Ja, siehste! Liebe und Hass. Ja! Miteinander verbunden. Ja, aber dummerweise bin ich. Jeder, der sich selbst liebt, wird andere lieben und nicht dem Hass verfallen. Doch der von Hass getriebene, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist oder ihn verneint, wird nicht lieben können. Solche Menschen von Liebe sprechen und sich ihr sogar ergeben denken. Aber seine Liebe, das alles, was lebendig ist, wächst, verzerrt. Die Wut stellt nicht mehr das Gefäß und wir haben aufgehört, als den über dich ergossen wird. Achtung für das Leben. Hast du doch nicht begriffen, dass Wut Menschen, der stärkste ist? Wut steht nicht mehr das Gefäß und sie ausgeliefert hat, als den über den sie ergossen wird. Als ungenügend. Wut steht nicht mehr das Gefäß, in dem sie aufbewahrt wird, als den über den sie ergossen wird. Je weiter dieses Mantra anhört, unsere Kultur fördert ein gesellschaftliches Sicht, die den Zugang zum eigentlichen Sachverhalt der Liebe verschleiert. Muss kultiviert werden. Nichts muss. Kultur des Nein. Überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht schade. Ich darf das. Ja, aber er hat gesagt, er hätte nicht mehr arbeiten seit 20 Jahren. Er muss nicht. Ich glaube, der ist der oder nicht. Ja, nee, dann. Der muss nicht. Und du musst was machen. Nee. Mach ihn auch freiwillig, sonst würde ich nicht dahin gehen. Mütter und Väter zum Beispiel glauben sich in der Rolle liebender freiwillig krank oder was? Weil sie ihre Kinder als Wunschkinder bezeichnen. Kultur, diese Kultur ist was anderes und tatsächliche Liebe in Frage stellt, verstößt gegen die gesellschaftliche Sicht der Idealisierung der Mutter-Vater-Kind-Beziehung. In Wahrheit jedoch, das zeigt eine Studie der finnischen Psychologin er bewundert nur das Problem und hat keine Lösung. Nein, der triggert dich. Ich muss nicht abgehen auf den Text. Genau, tut er auch. Aber negativ, man hat nicht so viel Positives. Das ist Satanismus im Weißen vermittelt. Daran erkennt man seine Rollen. Und von den Gefühlen ihres Kindes. Und zwar die gleiche Person, aber ja, sich in bin gerne fühlt, desto weniger wird sie sich das selbst wissen lassen. Das Resultat für solch eine Mutter und ihren Ehepartner ist die tiefste Form der Bitternis, die tiefste Form des Hasses und des Abscheus zur Bestätigung dieser selbstgefühlten Position. Ich bin dran schuld, weil du da so sanft rumliegen kannst und diesen Scheiß die anderen denkst, dass du da total erleuchtet wirst durch den Schredderer. Schon in jeder Gesellschaft gefördert ist. Aber das Image einer fröhlichen Mutter-Kind-Beziehung ist nicht nur Teil der Wirklichkeit. Sie wird zur einzigen erkannten Realität. Was ändern wir da nicht? Das macht den Zugang zu dem tatsächlichen weil dieses Image mit aller Kraft und Gewalt verteidigt wird. Du bist immer noch beim Problem. Du wenn die Orientierung an einem solchen Mutter ich erkenne das Problem, wenn Probleme Nein, es ist nicht logisch. Ihre Kinder. Nur weil man Probleme hat, scheiß keine Logik, das ist nicht. Wir gehen zu Menschen und Herzenswärme. Liebe! 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 Liebe
Mehrere Studien zeigen, dass da, wo Mütter mit ihren Ehemännern tatsächlich ihre wahre Gemütslage teilen können, diese Verneinung der Ambivalenz weniger Raum im Selbstbild einnimmt. Im Gegensatz zu anderen Gesellschaften, wie zum Beispiel den Jequena in Venezuela oder den Montagnier in Mascapi im früheren Quebec, die ihre Kinder in ihrem Sein völlig akzeptieren und nicht versuchen, deren Gefühlswahrnehmungen zu programmieren, werden unsere Kinder in die Abhängigkeit gestürzt. Je mehr sie körperlich und seelisch als Kinder aufwachsen, desto mehr werden sie im Namen ihres Kleinseins unterdrückt. So erfahren unsere Kinder zum Beispiel schon in den ersten Lebensmonaten, dass ihre eigenen empathischen Wahrnehmungen in den Erwachsenen unerfahren, unrealistisch, gefährlich abgetan werden. Tatsächlich ist Müll. Sind keine Lösung. Ich therapiere dich, ja, weil ich brauche. Ich therapiere dich von meinem Bruder. Nein. Doch, du bist mein Bruder. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht verhindern, dass du mein Bruder bist. Du bleibst unserer Kinder, mit der Eltern oft unbewusst ihren eigenen Selbstwert stärken, ist in den alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Gesellschaft Bruder, das ist ja falsch! Deren Träume von lebendigen Wesen erstickt werden. Ein Beispiel aus der psychotherapeutischen Praxis. Ein Patient erzählt, wie er als kleiner Junge auf seine schluchzende Mutter zuging, um sie zu umarmen und zu trösten. Sie hatte gerade einen schrecklichen Streit mit dem Vater gehabt. Sie lehnte jedoch die Liebe und seine Wahrnehmung ihrer Verletzung und Verzweiflung ab und wies ihn empört zurück. Was fällt dir denn ein? Schrie sie ihm ins Gesicht. Bis ins Erwachsenenalter hinein hielt er sich in seiner Wahrnehmung von der Not anderer für dumm und schwach. Der Konformismus, die Unterwerfung unter die Realität durch den herrschenden anderen, fordert einen hohen, wenn auch unbewussten Preis. Wenn nämlich die empathischen Wahrnehmungen eines kleinen Kindes nicht den programmierten Wahrnehmungen der Eltern bzw. Gesellschaft entsprechen, wird die Diskrepanz zwischen den zwei Welten, der des Kindes und der der Eltern, zum Fehler des Kindes. Indem das Kind die Diskrepanz zum eigenen Fehler macht, erhält es sich erstaunlich ist, dass ich durch diese Hölle, durch die ich durchgehen muss, singen kann. Sich als nicht geliebt zu erleben, das bedeutet, der Hoffnungslosigkeit zu sein. Genau, man muss es ins Positiv stellen, wenn es so jeder hat das verzweifelte, leere und öde klingende Schreien von Kindern im Ohr, das Einsamkeit und ungestilltes Verlangen ausdrückt. Aber wir verschließen uns, weil darauf einzugehen hieße, unser eigenes untolerierbares Leiden von damals wiederzuerleben. Und so stellen wir uns sogar gegen das Kind. Sein Ausdruck der Aussichtslosigkeit, ja Verzweiflung, wird damit abgetan, dass ihm ja in Wirklichkeit nichts fehle. Aber für das Kind ist die Situation gleichbedeutend mit dem Tod. Ein Patient sprach über die Todesangst, die er als Kind empfand. Allein im Bett zu sein und zu schreien, für mich war es wie lebendig begraben zu sein. Man kann an die Wände klopfen und es kommt niemand. Man wird für immer, für ewig allein sein. Mit diesem schrecklichen Abgrund kann ein Kind nicht leben. Es kann sterben, sich von der Welt entfernen oder auf selbststimulierende oder autistische Weise weiterleben, sodass es die Eltern als die es spiegelnde Instanz seines werdenden Selbst nicht braucht.